Jetzt kommen wir zu einem der unübersichtlichen Themenfelder im Bereich der Glasiertechnik, Siebgewebe. Gibt es wie Sand am Meer, ist schwierig dann auch zu entscheiden, welcher ist wofür am besten geeignet. Wenn man mal guckt, erstmal auf die Materialitäten, haben wir zwei große Blöcke, einmal die metallischen Werkstoffe, die genommen werden, dann die elastischen Werkstoffe. Bei den elastischen Werkstoffen kann man noch zwischen Gummiwerkstoffen und Polyurethan Werkstoffen unterscheiden. Welches wofür am besten ist, wird natürlich über verschiedene Faktoren entschieden. Ein Faktor ist natürlich Sieböffnungszahl. Ja, ich muss natürlich versuchen, auf meiner Fläche die maximale Öffnung zu kriegen, um immer wieder das Thema zu haben, maximale Vergleichbarkeit der Einzelkörner mit dem Gewebe. Dann habe ich natürlich Aspekte dabei wie Verschleißverhalten von Material, abrasives, scharfkantiges Material, braucht natürlich andere Werkstoffe als rundes Material. Da kommen dann schon oft die elastischen Werkstoffe zum Einsatz. Dann habe ich natürlich auch über die Maschenweite das Thema. Je feiner ich runtergehe, desto größer wird natürlich mein Anteil des Siebgewebes in Relation zur Sieböffnung. Da gibt es ein großes Feld, was man natürlich passend zum Werkstoff, zum Material, was ich absieben möchte und zur Siebmaschine, zur Neigung, zur Frequenz. Das muss natürlich alles harmonisch aufeinander abgestimmt werden. Auch die Siebform ist natürlich anders. Ob ich so einen Stein absieben muss, brauche ich eine andere Maschenweite und Maschenform, als wenn ich so ein Material absieben möchte. Das sind natürlich Themen, die in langen Gesprächen auch mit den Fachingenieuren und den Siebmaschinenherstellern zu erörtern sind. Und dann kommt man natürlich dazu, dass die Polyurethane da immer eine größere Bedeutung, insbesondere im Feinstbereich, aufnehmen, weil ich dann eben auch durch moderne Fertigungsverfahren das entsprechend so herstellen kann, dass ich zwischen den Kompromiss Sieböffnung und Haltbarkeit des Gutes am besten auswählen kann.